Surface Studio, Microsofts iMac-Konkurrent im Praxischeck. Microsoft lässt es krachen, mit dem All-in-One-PC Surface Studio bietet der Konzern aus Redmond Apples iMac die Stirn. Computerbild hat ihn bereits ausprobiert. Neben dem Creators Update für Windows 10 mit 3D-Support, Paint 3D, den neuen Gaming-Funktionen Beam und Arena sowie dem aufgemotzten Surface Book i7 präsentierte der Konzern aus Redmond einen knackigen All-in-One-PC. Das Surface Studio genannte Gerät bietet tolle Funktionen und aktuelle Technik zu gesalzenen Preisen. Im Anschluss an die Präsentation in New York hatte Computerbild die Gelegenheit, den ersten All-in-One aus dem Hause Microsoft auszuprobieren. Fast wie ein iMac, nur ganz anders. Wer das Surface Studio zum ersten Mal sieht, wird unwillkürlich an den iMac von Apple erinnert, ein Display, das auf einem Alu-Sockel steht. Allerdings steckt beim Surface Studio die gesamte Hardware im Sockel. Zwei Chromstreben tragen das 12,5 mm schmale 28 Zoll Display mit einer Pixeldichte von 192 ppi. Der Bildschirm wirkt sehr kontrastreich, angesichts der hohen Auflösung von 4500x3000 Pixeln ist auch von nahem kein Pixel zu erkennen. Mit 13,5 Millionen Pixeln hat das Surface Studio weniger Pixel als der iMac 5K, 14,8 Millionen. Dem fehlen dafür Touchscreen und Stift. Der Clou aber sind die vom Team des deutschen Chefdesigners Ralf Gröne entwickelten Scharniere. Mit ihnen kann man das Surface Studio nicht nur wie einen normalen PC mit aufrechtem Monitor nutzen. Desktop-Modus. Man kann auch den Winkel des Monitors verändern, dass er so flach vor dem Nutzer liegt wie ein Zeichenpult. Studio-Modus. Das Hoch- und Herunterkippen des Monitors geht dabei erstaunlich leicht von der Hand. Das Geheimnis dahinter: Gewicht, Scharniere und Federn sind exakt so austariert, dass das Konstrukt immer im Gleichgewicht bleibt. Gleichzeitig spürt der Nutzer das wahre Gewicht des Geräts nicht mehr. So lässt sich der Rechner entweder als klassischer Desktop-PC nutzen oder aber leicht angeschrägt auf dem Tisch liegend als Tablet-Computer. Der abgeschrägte Studio-Modus ist für kreative Arbeiten wie Zeichnen mit dem Display-Stift, Surface Pen, ideal. Display wie ein Papierblock. Interessant ist der sogenannte Office-Modus. Ein Blatt in A4-Papier lässt sich 1:1 auf dem Display des Surface Studios abbilden. 1 mm auf dem Blatt entspricht exakt einem Millimeter auf dem Bildschirm. Das ist praktisch, um etwa beim Gestalten von Dokumenten die Proportionen des fertigen Werkes besser einzuschätzen. Ebenfalls sinnvoll, der Monitor lässt sich zwischen Farbskalen hin und her schalten. So erkennt ein Grafiker etwa, ob das Bild, das auf dem Surface Studio knackig aussieht, auch auf einem RGB-Monitor von der Stange wirkt. Mit dem Dial hat man den Dreh raus. Microsoft hat auch Surface Dial vorgestellt. Das ist ein neuartiges Eingabegerät, das neben der Maus zum Einsatz kommt. Dial sieht aus wie ein Eishockey-Puck und lässt sich drehen und wie für einen Mausklick drücken. So wählt man durch eine Drehbewegung etwa aus einer Farbpalette oder scrollt seitenweise durch ein Dokument. Haken: Surface Dial muss separat gekauft werden, kostet 99 US-Dollar, gut 90 Euro. Es funktioniert grundsätzlich auf allen Windows 10 PCs. Nur beim Surface Studio kann man es auf den Touchscreen legen und die Programme erkennen sofort, wo das Dial liegt und welche Funktionen möglich sind. So kann man nicht nur scrollen, sondern auch Farben ändern, in einem Musikprogramm durchdrehen, die Tonhöhe anpassen und so weiter. Weniger spektakulär ist das mitgelieferte Zubehör: Bluetooth-Tastatur und Bluetooth-Maus, beides in Mausgrau. Mit dabei ist immer der Surface Pen. Starke Hardware.
Auch in Sachen Hardware bietet Microsofts Surface Studio eine Menge, spricht sogar von Workstation Performance. Die Leistung lässt sich nicht nur für Profi-Programme nutzen, sondern auch für Spiele. Auf der Demo liefen Spiele wie Record flüssig. Kein Wunder, im Top-Modell steckt neben einem Core i7-Prozessor der 6. Generation eine GeForce 980M Grafikkarte mit 4 GB schnellem GDDR5-Speicher im Sockel. Dazu gibt es 2 TB Daten und 32 GB Arbeitsspeicher. An Bord, ein 2.1 Soundsystem. Das Einstiegsmodell kommt mit Core i5 Prozessor und Nvidia GeForce GTX 965M. Die Anschlüsse, 4x USB 3.0, Mini DisplayPort, SDXC Kartenschacht, Headset Buchse. Microsoft Surface Studio, Verfügbarkeit, Preis. Man ahnt es schon, so viel Innovation kostet und das nicht zu knapp. Microsoft ruft für das Surface Studio in den USA 2.999 Dollar, 2.750 Euro, auf. Hierzulande dürfte das Gerät nicht unter 3.400 Euro zu haben sein. Dafür gibt es aber nur das kleinste Modell mit Core i5 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, Nvidia GeForce GTX 965M, 2 GB, und 1 TB Hybrid-Festplatte. Das kleinste Modell mit Core i7 Prozessor kostet 3.499 Dollar, gut 3.200 Euro, das Top-Modell mit Core i7, GeForce GTX 980M, 4 GB GDDR-Speicher, 32 GB RAM und 2 TB Hybrid-Festplatte für 199 Dollar, knapp 3.850 Euro. Den All-in-One gibt es zunächst nur streng limitiert zum Weihnachtsgeschäft, Vorbestellungen sind ab sofort in den Vereinigten Staaten möglich. Das erste Kontingent in den USA war schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Nach Europa soll das Surface Studio im Frühjahr 2017 kommen, Details sind noch offen. Fazit: Microsoft Surface Studio. Mit dem Surface Studio hat Microsoft eine neue Kategorie geschaffen, den Kreativ-Touchscreen-PC. Einen Riesen-Touchscreen-PC, der so sehr auf kreatives Arbeiten mit Stift und Touchscreen optimiert ist, gab es bislang nicht. Der große scharfe Bildschirm und die innovative Scharnierkonstruktion, die den 10 Kilo Bale dann so leicht handhabbar macht, als wäre er federleicht, beeindrucken. Chefdesigner Ralf Gröne und sein Team, die bereits Surface und Surface Book erfanden, haben erneut ganze Arbeit geleistet. In Sachen Innovation hat Microsoft hier Apple klar überholt, zumindest vorerst. Einziger Stimmungsdämpfer, anders als man erwarten könnte, verbaut Microsoft nicht die neueste Intel-Prozessor-Generation Kaby Lake, sondern den Vorgänger Skylake. Und wie schon bei Surface Book und iMac, lassen sich Speicher und Festplatte nicht vom Anwender wechseln. Ein Verkaufsschlager dürfte das Surface Studio nicht werden, dafür sind die Preise von weit über 3.000 Euro dann doch zu hoch. Microsoft dürfte das nicht stören, dem Unternehmen geht es vielmehr darum, der PC-Branche mit dem Surface Studio ein Vorbild für eigene Konstruktionen zu geben. Die Aussichten auf einen abgespeckten Surface Studio-Klon unter 2.000 Euro von Herstellern wie Acer, Asus, Lenovo oder Medion sind somit nicht schlecht. Auch wenn diese dann vermutlich weder das geniale Scharnier noch den flachen Studio-Modus beherrschen.